Wunderbar. Also, ich glaube heute, wir haben ja auch einen interessanten Titel gewählt des heutigen Talks, quasi Ursache und Wirkung, befinden wir uns auf dem finalen Gang in die Knechtschaft. Und den haben wir sehr bewusst, oder ich habe den bewusst gewählt, ich war froh, dass Prinz Michael gesagt hat, doch, das geht in Ordnung. Der lange Weg in die Knechtschaft ist quasi eine Anlehnung an Hayeks Buch, The Road to Serfdom. Weil ja viele Leute oder viele Menschen heute wirklich Angst haben, was passiert in der Zukunft. Wir sehen einen Staat, der sich überzogene Maßnahmen übernimmt, auch zum Teil willkürliche Entscheide trifft und natürlich eben dem Einzelnen die Mündigkeit abspricht. Ich glaube, heute der erste Tag in Wien oder in Austria, wo jetzt quasi 2G-Regel eingeführt worden ist, sprich 30% der Bevölkerung geht zurück in den Stubenarrest, das ist eine Entwicklung, die wahrscheinlich uns in der Vergangenheit nicht hätten vorstellen können, dass es jemals wieder eintrifft. Insbesondere als der Corona-Circus letztes Jahr mit Angst und Schrecken global eingeführt wurde, haben wir zusammen ein Interview gemacht, Ende März, wo Sie ein Zitat gebracht haben, und das war: Eine Krise darf nie dazu missbraucht werden, die Macht der Regierung auszubauen. Und bevor wir jetzt in die Analyse gehen und Ursache und Wirkung besprechen, darf ich Sie fragen, Prinz Michael, Ihr Fazit nach 20 Monaten Lockdown, Corona, Pandemie. Wir hatten auch ein Gespräch ungefähr vor einem Jahr für diesen Planet Lockdown Movie, wo Sie sich schon auch ein bisschen geäußert haben, dass es eine unwohlige Situation ist, das Ganze. Was denken Sie heute? Können Sie beschreiben, wie Sie diese Zeit wahrgenommen haben? Und befinden wir uns in Zeiten des kollektiven Wahnsinns? Ich glaube, einen gewissen kollektiven Wahnsinn gibt es immer. Aber ich glaube, es wird gefährlich, wenn es ein uniformer Wahnsinn wird. Gewisser kollektiver Wahnsinn und gewisse verrückte Ideen sind manchmal auch, aber sie sind manchmal auch positiv. Aber ich glaube, was jetzt wirklich gefährlich ist, ist, dass Angst herrscht. Und wir haben im Augenblick zwei Schreckgespenster, die uns machen. Das eine ist Covid, eine Krankheit, ein Virus, da gibt es so schöne Bilder davon, der böse Virus. Und das zweite ist das Klima. Beides wird leider missbraucht. Es gibt eine Bürokratie. Ich habe an sich nichts, wir brauchen natürlich eine Administration. Aber wir haben eine Bürokratie und wir haben eine Technokratie. Und es hat eine Bürokratie und eine Technokratie immer an sich, dass sie ein ideales Weltbild schaffen wollen. Ein ideales Weltbild, wo alles organisiert ist, durchorganisiert ist und so weiter. Und eigentlich dadurch auch einen starken Staat. Es hat noch nie funktioniert, es ist immer schief gegangen. Es wird aber auch immer weiter probiert. Und es werden solche Bedrohungen ausgenutzt. Angst herrscht, Angst ist ein relativ gutes Instrument, um Menschen in eine gewisse Richtung zu treiben, und das wird jetzt extrem ausgenutzt. Es wurden auch nicht Lösungen ausgeworfen. Was mich gestört hat, es wurde Panik gemacht, man muss jetzt alle Lockdown und weiß der Geier was. Es hat nie jemand gesagt, dass man zum Beispiel ein gutes Mittel, um das Immunsystem zu verstärken, ist, dass man auch Spaß hat und Freude hat. Wenn man Leute in ihrer Wohnung einsperrt, die werden trübsinnig und krank. Und es gibt, man hätte da sicher warnen müssen, klar machen müssen, es war auch nicht ganz klar, wie sich der Virus vermehrt und so weiter, vorsichtig sein, aber eigentlich auch das mit Vernunft und nicht mit Angst und Schrecken. Okay. Und wenn man jetzt auch noch weiterhin die Zeitungen liest, die Hälfte, was man liest, ist voll, da sind so und so viele Fälle, da sind so und so viele Fälle, an sich eine Art
Persiflage, aber das hat mir eigentlich gut gefallen. Da hieß es, in Mexiko ist ein Bus in eine Schlucht gestürzt, 20 Leute sind an Corona gestorben. Okay. Also das heißt, wir haben so ein bisschen Teile und Herrsche, Angst und Kontrolle, das sind so die alten Mittel, die man immer schon genommen hat, um die Leute zu steuern. Wenn wir uns aber den Ursachen zuwenden jetzt, wie wir in diese Situation eigentlich geschlittelt sind, quasi, die man uns ja vor 2 Jahren hätte man sich nicht vorstellen können, dass wir heute mit Masken herumlaufen, überall müssen zertifiziert werden, dass die ganze Wirtschaft zugemacht wird, etc. Wie denken Sie, wie war es möglich, dass Werte wie Selbstverantwortung, Privateigentum, eben man macht Firmen zu, man sagt den KMUs, sie müssen zumachen, Meinungsfreiheit, man hat Angst, dass man für eine falsche Meinung eingesperrt wird oder denunziert wird, die Wahlfreiheit, wir haben immer eine Wahl, und die Erkenntnis, dass der Mensch frei geboren ist und nicht Mittel zum Zweck darstellt. Wie kann es sein, dass diese Werte, das waren ja auch die Grundpfeiler der westlichen Kultur, dass die so stark unter Druck gekommen sind? Das läuft eigentlich schon seit einer Weile und das ist nicht erst durch Corona entstanden. Das ging, ich weiß nicht genau, wann es begann, aber es gab zum Beispiel die Frankfurter Schule. Man sieht auch jetzt relativ stark, und ich möchte jetzt die ganze, vielleicht gar nicht über Corona reden, aber wir haben einen ganz klaren Zurückkommen auf den Marxismus. Der ist vorhanden. Man redet eigentlich nicht davon, was passiert ist und was dann auch wirtschaftlich passiert ist und die ganze Laborexperiment der Sowjetunion war ja wirklich kein toller Fall. Besonders erschüttert es mich in Deutschland, weil Deutschland sollte sehen, was zwei Systeme bringen. Und man dreht sich klar eigentlich in Richtung des Marxismus. Und es ist auch eine andere Sache, die kommt. Man redet von Werten, aber die eigentlichen Grundwerte und Grundrechte, die werden zerstört. Und man redet jetzt über europäische Werte. Ich weiß nicht, was die europäischen Werte sind. Da gibt es dann so ein paar Worte, aber eigentlich ist es ein Gewasche. Wenn man sich bekennt, ein Christ zu sein, das ist nicht mehr gut. Es ist viel besser, wenn man ein Marxist ist. Und da wird gesagt, ja, im Namen vom Christentum hat es früher auch Morde gegeben und so weiter. Stimmt auch, aber nicht in dieser Universalität und Brutalität, wie der Marxismus war. Also dieser kommt zurück. Das hat aber schon, glaube ich, in den 50er Jahren mit diesen ganzen Frankfurter Schule und so weiter gemacht. Damals sagte man noch, es ist der Einfluss, sagen wir, von Desinformation der Sowjetunion und so weiter. Das bin ich mir gar nicht einmal so überzeugt, aber es nicht selbst. Aber das ist gelaufen. Das ging in die ganze 68er-Bewegung hinein. Und diese Bewegung hat sehr erfolgreich einen Marsch durch die Institutionen gemacht. Und jetzt haben wir Lagen wie zum Beispiel, es wird in Trier ein Monument errichtet für Karl Marx. Und der Marxismus ist eine Ideologie, es hat noch nie eine Ideologie so viele Leute getötet. Im Namen vom Marxismus wurden in China durch Mao ungefähr 80 Millionen, in der Sowjetunion, man muss nur in der Ukraine fragen, aber auch noch in anderen, in der Ukraine wurden allein 8 Millionen umgebracht. Stalin hat noch mehr Sachen. Pol Pot in Kambodscha hat praktisch 30% der eigenen Bevölkerung umgebracht. Und dann verblödet sich nicht mehr, wie der Präsident der Europäischen Kommission kommt zur Einweihung dieses Monuments, ein Geschenk Chinas, und sagt, das war der größte deutsche Philosoph. Man hat von Kant nichts gehört und so weiter. Das ist, wenn das System durchgeht, kommt das. Und das Marxismus ist ein extrem autoritäres System. Oder wenn man hat demokratische Politiker, sogar Leute, die eine Regierung durch 16 Jahre führen, die alle Aktionen als alternativlos darstellt. Es gibt nichts, was alternativlos ist.
gibt es immer. Alternativlos sagt man, wenn man eine Idee absolut durchdrücken will und keine Diskussion haben will. Okay. Ja, Sie erwähnen die Frankfurter Schule. Ich glaube, das sind ja die wichtigsten Vertreter, sind dort Adorno, Habermas, Fromm, Marcuse. Ich bin auch in meinem Studium, um zu verstehen, vor einigen Jahren auf diese Frankfurter Schule gestoßen. Eben diese alten Marxisten, die quasi in den 30ern diese kritische Schule gegründet haben, weil sie gesehen haben, eben sie wollten eigentlich eine Gleichmacherei unter den Menschen und haben gesehen, dass die Kultur ein Problem darstellt, weil die Leute im Ersten Weltkrieg da quasi die Uniformen angezogen haben und alle haben sich verbunden gefühlt mit der Kultur. Und ja, ein Ziel davon war eigentlich quasi, das auszumerzen, den Mensch zu befreien von all diesen konservativen Elementen etc. Was sagt das, wenn wir eine Stufe tiefer gehen, was sagt das über das Menschenbild aus? Oder wir haben quasi, wie Sie gesagt haben, wir haben Marx und Kant. Das eine wäre quasi Materialismus versus Spiritualismus. Wie sehen Sie diese Entwicklung? In dieser Gleichmacherei wird eigentlich der Mensch zum Objekt. Es ist ein Objekt, an sich ist ein Charakteristikum der Menschen, dass die Menschen unterschiedlich sind. Das ist auch die Stärke der Menschheit. Und es sind auch diese Kulturen am erfolgreichsten, die das auch einsehen, dass es eigentlich nicht eine Gleichheit gibt. Und bisher haben wir gesehen, dass Gleichheit nur durch Zwang erreicht werden kann. Es ist aber, wenn man sich ein technokratisches Weltbild vorstellt, Leute, die selbstverantwortlich sind, die unabhängig sind, die nicht gleich sind, sind sehr schwierig in ein technokratisches System einzufügen. Und daher wird es, glaube ich, immer diesen Zwiespalt geben zwischen der Technokratie und eigentlich der Freiheit. Und wenn man sagt, wir wollen jetzt ein Weltbild, wo alle gleich sind, dann muss man in ein technokratisches System eintreten. Okay. Und dann quasi auch diesen beständigen Klassenkampf, die Abschleifung des Menschen mit diesem... Die Dialektik ist ja quasi, man kreiert ein Problem, man provoziert eine Reaktion und da kommt mit einer Lösung dieser dialektische Materialismus, oder, wo dann auch in die Richtung geht, dass man quasi diesen utopischen Menschen schleift, der sich quasi gemäß den Frankfurter dann in einen Mensch, in einen reziproken Menschen entwickelt, der genau sich jederzeit so verhält, wie man das von sich oder von ihm erwartet, weil der andere das ebenfalls machen würde. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke der Frankfurter Schule. Die politische Korrektheit war ja auch etwas, was von Marcuse vor allem gefördert worden ist. Und wenn ich mir die politische Korrektheit anschaue, für mich ist es ja nichts anderes als ein staatlich begleitetes Denken oder auch die Gedankenzensur. Und wenn man sich die Logik anschaut, alles, was die westliche Kultur angreift, ist meines Erachtens politisch korrekt. Und alles, was sie verteidigt, habe ich den Eindruck, dass das politisch inkorrekt ist. Man drückt quasi auch, wenn man sich heute die Jungen anschaut, man sieht, dass sie stets aus einer Opferperspektive heraus nach Unterdrücker und Unterdrückern suchen. Ist das eine Entwicklung, die jetzt über die letzten Jahrzehnte stattgefunden hat, und wie sehen Sie diesen Punkt? Das ist schon so. Eigentlich Political Correctness ist sehr gefährlich, ist eine Zensur, eine Denkzensur. Es ist auch, es richtet sich auch ganz klar gegen die gesamte europäische Kultur und Tradition, die sich gebildet hat, die ganz klar gegen den Individualismus. Und ist auch ein sehr negatives Denken. Ich weiß noch so als Kind, oder wenn man sagen wir gelesen hat, Autoren, was man als Kind gern gehabt hat, wie Karl May, da wollte man ein Held sein. Heute, um zu erfolgreich sein, muss man ein Opfer sein. Und das ist, diese Opferrolle wird auch sehr stark jetzt von der Politik ausgelöst. Sagen wir, in der ganzen Obama-Administration in den USA, da wurde das segmentiert in lauter Opfergruppen. Und das wurde auch relativ geschickt gemacht und relativ versteckt. Und dann
wurden nochmal, ich tue jetzt vielleicht etwas übertreiben, wurden die Täter identifiziert. Das sind die alten weißen Männer. Die sind nicht politically correct, die sind dumm, die sind borniert. Und das wurde dargestellt. Das wurde aber, ist auch ein politisches Mittel geworden. Und es wurden verschiedene Dinge ausgelöst. Einmal die political correctness, und die Medien haben da sehr gerne mitgemacht, leider. Und natürlich ist es eigentlich auch die Schuld von uns allen, weil man hat es eigentlich zugelassen. Das Zweite ist, das Ausnutzen von Problemen, und von Problemen, die aufgetreten sind, um sage ich, die Technokratie nochmals zu verstärken und diesen Linksdrall und die Überwachung durch den Staat. Man hat gesehen, zum Beispiel, wie dieses Attentat, terroristische Attentat in Frankreich war. Am nächsten Tag wurde ein Ausnahmezustand verkündet, und diesen Ausnahmezustand gibt es heute noch. Also man kann in Frankreich eine Wohnung, kann die Polizei reingehen, es durchsuchen ohne richterlichen Befehl und so weiter, weil man annimmt, dass da ein Terrorist ist. Die Sicherheit wurde dadurch nicht erhöht. Dann ist es sicher, wir sind alle interessiert daran, sauberes Wasser und eine saubere Luft und eine saubere Umwelt zu haben. Aber daraus wurde im Namen vom Klima, werden auch dem Staat Möglichkeiten zugeschanzt, die unglaublich sind. Und Ähnliches ist auch bei Covid. Jetzt wird auch, ist natürlich auch ein ideales Mittel. Wenn ich mich über Jahre verantwortungslos überschuldet habe und nicht weiß, wie ich diese Schulden zurückzahlen will, ist mir doch recht, ich finde eine Möglichkeit, ich immer mehr Geld drucken kann und so weiter, aber ich bin nicht mehr schuld daran. Ich rette Leben, weil ich da gegen Covid vorgehe. Ich rette die Welt vom Klima, vor wem? Ich weiß es nicht genau. Und es wird aber nicht eingesehen, dass diese Rettung kommt nicht durch staatliche Programme. Die kann eigentlich nur durch Selbstverantwortung kommen. Und Glasgow war jetzt ein wunderschönes Bild von etwas, wo zuerst mal eine ideale Welt dargestellt wird und dann in der Schlussrunde bricht das Ganze wieder zusammen und zerbröckelt. Nur passieren sehr, sehr viele Maßnahmen, und eine Sache passiert, dass das Geld, die Sparguthaben und alles, das wird zerstört. Der Wert des Geldes. Und es muss Inflation kommen. Okay, das geht nicht anders. Da kommen wir noch nachher drauf, zu noch kurz ein bisschen präziser, detaillierter zu sprechen. Weil Sie haben Schulden erwähnt, massiv verschuldet. Wir haben ja dafür eine neue Theorie. Also neu ist sie nicht, aber sie heißt Modern Monetary Theory. Und das bedingungslose Einkommen spielt ja eigentlich auch in diese Richtung. Oder? Das ist quasi MMT, ist der theoretische Hokuspokus, dass man quasi so viel Geld aus dem Nichts schöpfen kann, wie man will. Man schuldet es sich ja selber, also kann das der Staat machen. Und ein bedingungsloses Einkommen, was ja in der Schweiz abgelehnt worden ist, wenn ich vergleiche mit dem Rest vom Ausland, hätte ich jetzt immer gesagt, also die Schweiz, jawohl, die haben Nein gesagt mit 78%, wahrscheinlich das einzige Land auf dieser Welt, die gesagt hat, nein, wir wollen keine 7.500, war ich glaube damals so ungefähr, das bedingungslose Einkommen als Beispiel wurde das eingebracht. Hat einfach gezeigt, dass die Schweizer noch ein bisschen anders ticken. Aber das ist ja quasi auch eine alte marxistische Idee, dieses MMT. Es ist ja nur ein alter Wein in neuen Schläuchen. Ja. Wie sehen Sie diese, dass sich jetzt quasi die Universitätsprofessoren, also eben die 68er, die den langen Marsch durch die Institutionen geschafft haben, jetzt überall an den Unis sitzen, in der Verwaltung, in der Politik, bei den Medien, kann man das so sagen? Ja. Wie sehen Sie das? Also wie wird das, kann das funktionieren? Oder ist das ein absoluter Humbug? Nein, es kann nicht funktionieren. Deswegen ist es auch wichtig, über Fragen wie Political Correctness die Diskussion abzustellen.
Weil der größte Feind der Political Correctness ist eigentlich der alte, gesunde Menschenverstand. Ja. Weil der, muss natürlich ausgeschaltet werden. Und man sieht es ja auch bei der Modern Monetary Theory, wenn man versucht, das durchzudenken. Das kann unter einem gewissen Zwangslage für eine Weile gehen, aber auf die Dauer funktioniert das nicht, weil der Wert des Geldes beruht auf einer Wirtschaftsleistung. Ja. Und das ist ein klar, das ist zwar sehr störend, das ist lästig, das will man nicht, aber es ist so. Und dafür muss man etwas tun. Also dann könnte man eigentlich quasi sagen, die Ursachen für diese Entwicklung, die gehen wirklich über Jahrzehnte hinaus zurück. Es waren die falschen Ideologien, es ist der beständige Kampf zwischen Geist und Materie, es ist der Kollektivismus gegen den Individualismus. Das ist eigentlich die Ursache und dass wir quasi Marx wiederentdecken, aber Kant vergessen haben. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Es ist natürlich, kurzfristig ist das bequem. Ja. Das eröffnet Möglichkeiten, man muss sich nicht anstrengen, klingt alles wunderbar. Aber schlussendlich, gut, es hat ja die Sowjetunion oder die DDR hat uns das vorgespielt. Da sind viele im auf einem niedrigen Niveau sind gleich und doch ziemlich unglücklich. Und dann gibt es eine kleine Nomenklatura, die das Ganze beherrscht. Und leider gehen wir jetzt auch wieder in so eine Richtung. Und jetzt möchte ich nicht sagen, dass ich sage, jetzt ist etwas über die Ungleichheitsdiskussion. Also wir brauchen eine Ungleichheit, aber wir brauchen nicht eine breite Gleichheit und dann eine kleine Sache. Der Weg, und das hatten ja die Amerikaner so in der Verfassung, so gut wie das Wort, Pursuit of Happiness. Es war keine Garantie auf Happiness, aber es war Pursuit, also das Streben danach. Und das ist wichtig und das ist ja eigentlich das, was ein Unternehmer tut. Der Unternehmer hat eine Idee, eine Vision, eine Faszination, aber auch eine große Verantwortung. Und das tut er. Und ohne Unternehmer geht es eine Weile noch. Unternehmer sind auch sehr leidensfähig, können relativ lange ausgebaut werden, aber irgendwann wird es dann zu schwierig. Und da ist immer noch die Schweiz, ist doch ein großes, hat immer noch ein großes Potenzial da drin. Ich glaube, was auch passiert ist, ist, dass man leider sowohl das Erziehungssystem relativ stark an die Linke verloren hat. Und das Zweite ist, dass, wenn man sich anschaut, in den meisten europäischen Parlamenten, da sitzen nur noch Berufspolitiker. Und die leben vom Staat, daher ist auch der starke Staat interessant, weil sie sind nicht mehr selbstverantwortlich. Und eigentlich müsste man als Parlamentarier, müsste man das Interesse des Volkes nach seinem eigenen besten Wissen und Gewissen machen und man dürfte nicht Parteisoldat sein. Und nicht einfach schauen, ja, wie wurschtel ich mich durch, damit ich wiedergewählt werde. Und heute wird ein Parlamentarier, der ein eigenes Vermögen hat und ein eigenes Unternehmen hat und daher auch unabhängiger ist und auch wieder zurückgehen kann, wird eigentlich als verdächtig dargestellt. Ja. Wenn wir uns anschauen, was jetzt an und für sich die Auswirkungen der letzten 20 Monate, die wir implizit erlebt haben, auf die Wirtschaft hatte. Wie sehen Sie, was ist der Impact auf die globale Lieferkette
und natürlich auch auf die internationale Arbeitsteilung, auf dem unser System bisher beruht hat. Wie stark ist der Schaden dort? Ich halte den Schaden für gewaltig. Und wir reden zum Teil also von den Unterbrüchen in den Lieferketten durch Lockdowns. Ja. Da könnten wir vielleicht noch sagen, ja gut, das ist temporär und dass man vielleicht, wenn mal eine Seuche ist, etwas kurzfristig zumacht, ist auch verständlich. Aber es wurde jetzt systemisch. In den USA ist das große Problem, dass durch die Versprechungen von Biden für Arbeitslosenunterstützungen gehen sehr viele nicht mehr zurück. Die kurzfristig freigesetzt wurden während des Lockdowns, gehen nicht mehr zurück zur Arbeit. Das ist zum Beispiel das große Problem. Man hört ja zum Beispiel die Häfen von Los Angeles und San Diego, die größten Importhäfen, sind blockiert, die können sich nicht mehr machen. Das Problem ist aber, dass nicht mehr genügend Lkw-Fahrer da sind. Die sind zum Teil nicht mehr zurück in den Arbeitsprozess gegangen, die Container stauen sich dort. Jetzt macht die Regierung will eine Regel durchbringen, dass man, wenn der Container zu lange im Hafen ist, werden Strafen eingesetzt. Nur das bringt nichts, wenn es keine Lkw-Fahrer gibt. Und wir haben Leute, die nicht mehr zurückgehen. Wir sehen auch in Europa Ähnliches. Ich sehe jetzt zum Beispiel Restaurants, die wieder öffnen konnten, die können nicht öffnen, weil sie zum Teil gar nicht das Personal mehr finden. Das Personal hat sich umorientiert. Aber ich glaube, langfristig das größte Problem für die Inflation ist ein Problem, dass immer mehr Leute und jetzt auch durch Covid nochmal und durch das Klima nochmal gehen aus den produktiven Bereichen, aus von Produktion und Dienstleistungen heraus in das Verwaltende und Kontrollierende, Staat und Ähnliches. Das heißt, die haben aber durch die fröhliche Geldpolitik genügend Geld zum Konsumieren, aber das Angebot kann dem gar nicht nachkommen. Gut, ich glaube, das liegt ja auch daran, dass der Staat grundsätzlich nichts geben kann, was er zuvor nicht gestohlen hat. Ne. Nur langsam gibt es nichts mehr zu stehlen. Ja. Ich meine, wenn wir uns insbesondere die kleinen, mittleren Unternehmungen anschauen und auch die Familienunternehmungen, ja, die Sie an und sich, also das ist ja quasi auch Ihr Spezialgebiet, ja, das Langfristige, das, ja, Generationenübergreifende, dass die Politik sich über die Wirtschaft stellt und einfach entscheidet, wer zumachen muss und wer nicht. Was waren Sie überrascht, das zu sehen? Wie ist Ihre Einschätzung jetzt auf die ganzen KMUs? War das eine Attacke oder hat man sie bereits zerstört? Wie groß ist der Schaden dort am gesunden Backbone von einer Gesellschaft? Ich glaube, der Schaden ist groß. Erstens einmal wurde auch, wie ich gesagt habe, vom Personal in vieles entzogen. Die Steuerpolitik ist nicht hilfreich. Wir haben Regulierungen, dass wir zum Teil nur noch, gerade im Finanzbereich, da verwalten wir eigentlich Regulierungen. Wir sind eigentlich nicht mehr da für unsere Kunden, wir sind eigentlich da, um Regulierungen zu verwalten. Das macht die Kosten sehr hoch. Jetzt redet man wieder von Einführung Vermögenssteuer, stärkere Erbschaftssteuern und so weiter. Und das zerstört den Mittelstand. Zerstört den Mittelstand. Und ich hatte einmal, und das ist interessant, ein Gespräch, vielleicht noch eine Frage, was ich für sehr gefährlich halte, sind die supranationalen Organisationen. Eine OECD, ein internationaler Währungsfonds, die Weltbank, weil die auch sehr bürokratische Ideen bringen. Ich hatte einmal eine Diskussion mit einem höheren Funktionär einer dieser Organisationen und er hat mir dann so gewisse Pläne vorgestellt und dann habe ich ihm gesagt, und das war für mich ein Aufwachen, daraufhin sagt, ein sehr freundlicher Mann, das war für mich ein Aufwachen. Ich habe ihm gesagt, ja, aber hören Sie mal, wenn das so ist, dann wird das Gesamte, das zerstört das Privatvermögen und auch alle Sparguthaben.
Und dann hat er mir gesagt, ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung, weil der Staat und die Politik müssen die Wirtschaft kontrollieren. Und wir können Leute planen, die Schulden haben, wir können Leute nicht planen, die Sparguthaben haben. Und das hat mich doch sehr schockiert. Ein sehr freundlicher Mann, aber der in diese Richtung. Und da habe ich mir gedacht, das geht wirklich in die völlig falsche Richtung. Das Problem bei diesen supranationalen Organisationen ist, dass die überhaupt keine Rechenschaftspflicht haben. Ja, aber ich glaube, das ist das Problem generell mit allen Politikern und Experten. Die können immer spontane Entscheide treffen, ohne danach auch für die Konsequenzen aufzukommen. Ja. Keine Verantwortung, nichts. Es geht ja in die Richtung von dieser Schuldenorgie jetzt in Verbindung mit den letzten 20 Jahren explizit. Oder? Also ja. Auch diese Zentralisierung, die da stärker stattgefunden hat, also ein zentralisiertes System zentralisiert stärker. Die Schuldenorgien, ich meine, ich habe mir nur mal kurz geschaut, wir standen 2018 bei rund 233 Billionen Total Credit. Mhm. Und wir stehen bei 2021 stehen wir jetzt neu bei 296 Billionen. Also wir haben ungefähr eine Differenz von 60 Billionen. In den USA heißt das Trilliarden. Ich sage immer den Leuten, eine Billion Sekunden, das reflektiert 31.709 Jahre. Aber wir haben also enorme Summen, enorme Kredite aus dem Nichts geschöpft und das in ein System hinein gepusht. Und damit haben wir natürlich die großen Bubbles geschaffen, in Inflation, in Aktien, in Immobilien etc. Das jetzt in Verbindung, oder ist auch ein Experiment, kann man sagen. Wir hatten noch nie ein Schuldgeldexperiment, das jetzt so ausgeartet ist und sich an nichts mehr zu halten scheint. Geht das jetzt zusammen mit Corona und diesen Lockdowns? Ist das ein super Booster für Hyperinflation oder für ein Controlled Demolition von unserem aktuellen System? Könnte man das so anschauen? Ich glaube, das kann man schon sagen, weil es hat ja auch diese Schreckgespenster, sowohl Covid wie Klima, haben ja uns eigentlich befreit von jeglicher fiskalischer Disziplin. Das ist, da sind wir vollständig raus, können wir machen, was wir wollen und das Ganze ist wunderbar und wird gedeckt durch die Modern Monetary Theory, dann hat man ein paar Experten und so weiter. Und da kommt jetzt wieder diese, ob es jetzt politische Correctness oder Zensur oder Meinungsbildung hin. Diese Leute, die sich dagegen stellen, werden ziemlich mundtot gemacht. Und da spannen Politik und Medien zusammen. An sich ist es ja per se ein Skandal, dass ein Politiker oder eine Politikerin Chef von der Europäischen Zentralbank wird. Das ist so, wie wenn Sie anstatt einen Hund haben, um Ihren Salatgarten zu bewahren, einen Ziegenbock hinein. Aber das ist, aber das erlaubt natürlich den verschiedenen Staaten, ihre maßlose Schuldenpolitik weiter fortzusetzen. Mhm. Es war noch für eine Weile, hat Deutschland, so Schäuble und solche Leute, blockiert die Exzesse. Das ist jetzt auch gefallen. Jens Weidmann geht. Ja. Ich glaube nicht, dass sich Lindner in der neuen deutschen Regierung wirklich durchsetzen wird. Und eigentlich hat ja Merkel als einer der letzten Taten ihrer Regierungszeit auch diese Frage, den Widerstand gegen die Zentralisierung der Schulden in Europa, aufgegeben. Ja. Und bei zentralisierten europäischen Schulden gibt es auch keine demokratische Kontrolle mehr über die Ausgabenpolitik. Richtig. Das war auch das Problem vom Urteil vom Bundesgerichtshof, die entgegen dem Europäischen Gerichtshof gesagt haben, die Zentralisierung darf nicht sein, weil dadurch verliert der Deutsche Bundestag die Budgethoheit. Es wird ignoriert und fleißig weitergewurstelt. Es wird weitergewurstelt. Ja.
Also dann sehen Sie das Bild mit der Wirtschaft nicht unbedingt rosig. Ich glaube, die Einschnitte und die Verwerfungen sind groß. Wenn wir uns die Gesellschaftsordnung anschauen, wir, die in der Vergangenheit in einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung aufgewachsen sind, was bedeutet jetzt diese Entwicklung für unser freiheitliches Gesellschaftsmodell? Wie sehen Sie das? Also es ist, ich würde sagen, wir reden zwar von Freiheit, verstehen aber daher nicht eigentlich eine Freiheit in Selbstverantwortung und dass jemand für sich selber entscheiden kann und auch davon leben kann. Freiheit ist eine gewisse ungezügelte Art, dass man gewisse Dinge einfach tun kann, aber schlussendlich wird man doch in ein relativ enges Korsett gezwängt. Und das ist gefährlich, weil an sich es weggeht. Freiheit hat ja auch Verantwortung bedeutet. Mhm. Es ist natürlich auch wichtig, um eine freie Gesellschaft zu haben, dass es eine dezentralisierte Gesellschaft ist. Und da haben wir auch eine sehr gefährliche Tendenz in Europa zu immer mehr Zentralisierung. Und das ist auch demokratiefeindlich. Ich glaube, Demokratie lebt in der Subsidiarität, dass nur die obere Einheit das entscheidet, was nur die obere Einheit tun kann. Aber eigentlich sollten wesentlichste Entscheidungen auf Gemeindeebene und dann einfach so hochgehen. Und jetzt wird halt immer mehr zentralisiert. Ja, Aristoteles meint immer Demos, das Dorf, Kratien, die Herrschaft oder Kratein. Also eine Demokratie kann funktionieren, sofern sie auf kleinem Level basiert ist und die Wünsche der Wähler, aber auch die Wünsche der Politiker quasi eingeschränkt werden. Oder? Nur auf das Umfeld, das man direkt beeinflussen kann. Das ist richtig und man muss auch wieder wechseln. Es gibt dieses furchtbare Wort, das Primat der Politik. Und das darf es nicht geben. Die Politik muss der Bevölkerung dienen. Das ist ja in der Schweizer Tradition sehr gut, dass das Volk ist das Souverän. Und dem muss die Politik dienen. Aber es darf eigentlich nicht ein Primat der Politik vor der Wirtschaft, vor der Kultur, vor verschiedenen Dingen geben. Ja. Okay. Wenn wir uns den Faktor Vertrauen anschauen, Vertrauen unter den Menschen, was ist das im letztes Jahr ein Interview geführt haben mit Václav Klaus, haben wir da gesagt, Social Distancing, Selbstquarantäne, menschliche Interaktion wird ein Gesundheitsrisiko. Also quasi, er meinte damals, es ist die Zerschlagung der horizontalen Beziehungen. Das Zwischenmenschliche muss zerschlagen werden, dass die Menschen sich nicht mehr vertrauen. Nur das ist auch gleichzeitig die Basis für ein totalitäres oder autoritäres System. Wenn wir uns jetzt dieses Vertrauen anschauen, wo wir auch miterleben, Sie sind viel immer noch unterwegs, sind viel in Polen, Sie sind viel in Österreich, auch hier in der Schweiz. Die Spuren, wie tief ist dieses Vertrauen zerschlagen worden? Können wir das wieder flicken oder ist der Zug bereits abgefahren? Also da bin ich eigentlich etwas optimistischer. Es war schon vorher, wurde auch versucht, das Vertrauen zu untergraben. Und wir sehen es ja auch in der Wirtschaft. Es wird eigentlich nicht mehr akzeptiert, ein Vertrag mit Handschlag. Schon allein, wenn ich einen Vertrag mit Handschlag habe, kommt schon die Steuerverwaltung und sagt, wo ist das Papier und so weiter. Es wird nicht gemacht. Die Verträge werden immer länger, werden immer dicker, werden immer unverständlicher. Also dieses Vertrauen hat schon eine Weile begonnen zu untergraben. Hat ja wahrscheinlich auch zu tun, dass immer mehr kontrolliert wurde und auch immer mehr ein Einfluss vom Staat war. Ich war extrem besorgt am Anfang von diesen Lockdowns, dass dieses Vertrauen verloren geht, weil eigentlich wurde es ja auch so dargestellt, jeder ist eventuell ein Feind, weil er steckt mich an mit Covid und es darf mir niemand zu nahe kommen und ich muss mich abkapseln und so weiter. Aber da haben, glaube ich, die meisten nicht wirklich mitgemacht.
Und man hat auch gesehen, es geht wieder auf. Aber ich muss sagen, ich war einmal ziemlich, das muss glaube ich im April letzten Jahres, war ich, und da hat es ja noch zu wenig Masken gegeben. Da war ich, und es war ein Lockdown, da war ich, glaube ich, musste ich nach Salzburg, da war ich in Salzburg. Und da war wirklich, es haben alle Leute einen verängstigt angeschaut oder fast hasserfüllt. Jetzt kommt der zu nahe oder sowas. Da war ich relativ besorgt. Aber das hat sich meiner Meinung nach Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Ich glaube, dass Leute sich auch treffen wollen und sogar in gewissen Punkten hat es sogar die Personen zusammengebracht. Okay. In kleineren Zirkeln. Das war wunderbar, es war alles Lockdown, das war in Polen. Und da sind wir gegangen, da war ein sehr schönes, etwas außerhalb von Warschau, ein sehr schönes Restaurant, das war natürlich geschlossen, das durfte nicht sein. Und da hat der Wirt in seinem Privathaus, was groß war, so Räume geöffnet, da konnte man hingehen, quasi als Freund, hat dann so eine Sache gemacht und das hat eigentlich, die Stimmung war hervorragend. Also ich glaube, da dieser Versuch, das zu machen, aber es stimmt, das haben ja sowohl die Kommunisten wie die Nazis, jede Diktatur gemacht, Misstrauen zwischen die Personen gebracht. Deswegen gab es auch den Blockwart und diese ganzen schönen Dinge. Das ist, glaube ich, erfreulicherweise nicht gelungen. Deswegen hatte ich hier auch das Wort sehr gern. Wir vertrauen uns gegenseitig, es ist jeder selbst verantwortlich, was Sie am Anfang gesagt haben. Ja, ich glaube, Vertrauen ist schon sehr, hängt auch sehr stark davon ab, wie verängstigt wahrscheinlich auch eine Gesellschaft ist. Oder? Ja. Je mehr Angst, umso anfälliger ist sie quasi auch auf diese Eingaben von oben. Ja. Weil ich meine, die Spaltung der Gesellschaft, ich meine, die geht ja bis in die Familien hinein. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was ich in der Vergangenheit, ich habe das noch nie gesehen in meinen 50 Jahren, oder diese Trennung. Wie Sie gesagt haben, der Vorteil ist, dass ich natürlich viel mehr Leute kennengelernt habe, die über die gleichen Werte verfügen. Ja. Also man hat sich da, die Spreu trennt sich vom Weizen, die Freien von den, ich sage immer, also an Anlehnung an Goethe, wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt ewig Knecht. Oder? Ja. Quasi von den Knechten, die halt fremdbestimmt sind. Also dann ist aber die Einschätzung zum Vertrauen innerhalb der Gesellschaft, das sehen Sie zumindest in der Schweiz noch nicht so als... Ich sehe es noch nicht so groß und nicht durch das Covid. Es ist schon, aber das war schon vorher ein gewisses Misstrauen gesät worden. Und ich habe das gesagt, in der Schweiz noch weniger, da vertraut man sich schon noch in einem ziemlich großen Maße. Aber ich sehe es in anderen europäischen Ländern, wo es nicht ist. Und dann, Amerika ist extrem gespalten. Ja. Und zwar war das nicht Trump, der es gespalten hat. Hat vielleicht auch nicht alles ganz hilfreich, was er gemacht hat. Aber diese Spaltung in lauter Kleingruppen, davor war es We Americans. Und dann waren es auf einmal Black Americans und Gay Americans und ich weiß nicht was, das wurde gespalten. Und jede Gruppe hat sich ihre Opferrolle gefunden. Und das war das Gefährliche. Das hat eigentlich schon in der Clinton-Zeit begonnen und hat sich dann eigentlich wie ein Krebsgeschwür verbreitet. Und wirklich schadet der amerikanischen Gesellschaft. Aber man sieht auch in Europa, dass diese Ideen auch, tatsächlich solche gewisse Ideen, auch Familien spalten, die Gesellschaft spaltet. Also könnte es sogar das Ende der Nationalstaaten sein? Ich glaube, es wird immer weiter Territorialstaaten brauchen. Ob wir das jetzt Nationalstaaten nennen oder nicht, ich glaube, es wird weiterhin Territorialstaaten geben müssen, weil sich ja die Menschen in irgendeiner Form organisieren müssen. Ja. Man lebt da, man muss sich organisieren, man braucht Straßen, man braucht Elektrizität und so weiter. Da braucht es eine Organisation. Ich glaube, die große Gefahr ist, dass immer mehr versucht wird, da zu zentralisieren. Und ich glaube, das wird großen Schaden anrichten, aber es kann sich langfristig nicht durchsetzen. Okay.
Wenn wir nun einen Blick in die Zukunft werfen, und es gibt noch viele Menschen, die denken, wir werden wieder zurückgehen zu Pre-Corona-Days. Ist das der Fall oder hat sich die Welt bereits verändert? Ich glaube, wir waren auf einer gewissen Schiene gestanden und ich würde sagen, Corona hat das wahrscheinlich etwas beschleunigt. Hat das etwas beschleunigt, auch in diese Richtung zum Kollektivismus und so weiter, immer stärkerer Staat. Und da sehe ich genauso diese radikale Klimabewegung, die schlussendlich überhaupt für den Umweltschutz wahrscheinlich gar nicht einmal so gut ist. Es gibt auch ein paar gute Ideen drin, aber schlussendlich zu radikal, zu bürokratisch, zu global ist und an sich Lösungen müssen sehr stark auch lokal gefunden werden. Ich glaube, diese Dinge beschleunigen es, aber vielleicht beschleunigt es auch nur eine, derzeit noch nicht, eine so Art Creative Destruction. Ja. Ich glaube, dass wir aus der Falle ohne eine größere Krise leider nicht mehr herauskommen. Und jetzt leider durch Corona ist ja zum Teil keine Creative Destruction, weil ja zum Teil werden auch Dinge gerade Unternehmern oder auch Unternehmer oder Institutionen künstlich erhalten, die eigentlich davor in Problemen waren. Und dazu gehören eigentlich auch die Staaten mit ihren Schulden. Ja. Also die Zukunft ist immer schwierig abzuschätzen, aber Reset, eine globale Wirtschaftskrise, oder haben wir nun vor 20 Monaten implizit, vor 20 Jahren explizit eine Lawine losgetreten, welche das bestehende System, wie wir es kennen, quasi in den Abgrund reißt? Denken Sie, kommt der Reset oder ist eine Weltwirtschaftskrise vermeidbar? Also die Schuldenkrise haben wir schon. Ja. Die Schuldenkrise haben wir schon. Wir sehen nur noch nicht ganz klar die Konsequenzen davon. Und die Konsequenzen von einer Schuldenkrise ist wahrscheinlich eine ziemliche Wirtschaftskrise. Jetzt das Wort Reset habe ich natürlich nicht wahnsinnig gern, weil das wird auch, ich weiß, von Herrn Schwab gebraucht und Ähnliches, um eigentlich wieder ein kollektivistisches System, geplante und kollektivistische Systeme einzusetzen. Aber ich bin vielleicht ein unverbesserlicher Optimist. Ich würde mir sagen, ja, wir kommen in eine Krise oder wir sind in einer Krise, wir kommen in eine Krise. Aber ich glaube trotzdem, dass wir zurückfinden werden zu einer freiheitlichen Gesellschaft und zu einem Unternehmertum. Aber das kann noch, diese Dinge gehen manchmal relativ lange und sehr lange, aber es wird die Prosperität, der Wohlstand wird nicht zu halten sein, wenn diese Tendenz weitergeht. Und wenn dieser Wohlstand wegfällt, kann es eine Radikalisierung geben. Das wird relativ unangenehm, aber ich glaube doch, dass die Menschheit auch immer wieder zurückfindet zu einer gewissen Vernunft. Dass wir vielleicht doch noch wieder frei werden. Ja. Aber dann denken Sie also, eine Weltwirtschaftskrise ist unausweichlich. Also die Welt hat sich schon verändert, wir sind jetzt in der Ruhe vor dem Sturm. Und man hört ja, wir haben quasi die Arbeitslosenzahlen gehen runter in der Schweiz, alles ist wunderbar. Das ist so ein bisschen das Narrative, das wir mitkriegen. Denken Sie, das ist ein wenig also sehr einseitig oder sehr gut, optimistisch? Gut, das kann, man hat ja gesehen, dass man dadurch, dass man einfach Geld in die Wirtschaft schiebt, eigentlich das Problem hinausschieben kann. Ja. Und etwa wird es auch, da wird es so Zacken geben und auch Besseres. Jetzt sagt man ja, die Inflation wird sich im nächsten Jahr zurückbilden. Das kann sein, dass sich etwas zurückbildet, kurzfristig, aber sie ist da und sie ist de facto die. In Wirklichkeit haben wir ja schon im Asset-Bereich eine Inflation seit Jahren.
Und im Konsumentenbereich hat sich das halt noch nicht so niedergeschlagen, weil eigentlich doch eine, wenn man will, eine erfreuliche Deflation war, nicht durch Überkapazität, sondern einfach durch Steigerung der Produktivität. Was wiederum eine unternehmerische Leistung war. Ja. Was nicht dank der Politik war. Oder was wir natürlich im Westen auch beobachten, ist ja quasi der Ausverkauf der Unternehmungen im Westen über die letzten Jahrzehnte. Also wir haben ja vieles produziert, also günstiges Geld, beziehungsweise Geld, das man aus dem Nichts schöpfen kann. Das ist natürlich auch nicht wertbeständig, sondern es verliert an Wert. Das führt natürlich dazu, dass eigentlich die Leute schneller konsumieren müssen. Ein Schuldgeldsystem führt auch dazu, dass man schneller und stärker für sich verschulden muss, sonst kollabiert das Ganze zusammen. Ich meine, der Westen ist jetzt in seiner Philosophie geschwächt, er ist auch in seiner Wirtschaft geschwächt. Wir haben den Ausverkauf quasi nach China unternommen über die letzten paar Jahre. Wir sehen auch, dass quasi diejenigen, die als Beispiel im Umgang mit dieser Corona-Krise waren, ja auch, dass man das von den Chinesen übernommen hat, oder? Was ja eigentlich auch sehr überraschend war für den Westen. Und gleichzeitig sehen wir, dass auch die Vereinigten Staaten und der US-Dollar als Weltreservewährung, die jetzt dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum quasi gespielt haben. Was kommt geopolitisch auf uns zu in dieser Kombination? Wie sehen Sie China, wie sehen Sie USA? Geopolitisch gehen wir, glaube ich, ganz klar in eine Fragmentation der Welt. Wir werden praktisch wahrscheinlich kommen, in einem, ich sag mal, chinesischen Teil und in einem westlichen Teil. Und manche werden dazwischen sein. Die USA und Europa beginnen sich ja abzuschotten von China mehr und mehr. Also man macht ja auch Investitionsstopp. Man will nicht mehr, dass China und Unternehmern kauft. Da kommt es zu einer echten Fragmentierung. Es wird mehr Protektionismus geben, der wird zunehmen. Wir haben sowieso schon einen ziemlich starken Protektionismus. Und die EU ist auch nicht unschuldig daran, ist auch relativ protektionistisch in vielen Bereichen. Ich glaube, das wird sich fortsetzen. Wir können hoffen, dass es nicht wirklich zu größeren Kriegen kommt. Aber die Fragmentierung kommt. Und dann gibt es natürlich so Fragen. Treiben wir jetzt Russland in die Hände der Chinesen? Was machen wir mit Russland? Eigentlich wäre es doch besser, die Russen wären auf unserer Seite. Aber dann sagen wir, Putin ist böse. Und sage es nicht demokratisch und so weiter. Aber ich glaube, irgendwann werden wir auch diesen Luxus aufgeben müssen, dass wir anderen Ländern sagen, wie sie sich selber organisieren sollen. Gut, die EU versucht ja auch der Schweiz zu sagen. Absolut. Nur die Schweiz kann nicht so viel Schaden anrichten, wenn sie wie Russland, wenn sie sich in die Richtung der Chinesen begibt. Ja. Aber diese Überheblichkeit wird wahrscheinlich wegfallen müssen. Aber wir haben, und das kommt ja immer ziemlich alles zur gleichen Zeit, das wirtschaftliche Problem und das politische Problem. Und das hat man ja auch gesehen im Jahr Ende der 30er Jahren vom vorigen Jahrhundert. Im Grunde genommen haben fast alle Länder den Krieg gebraucht. Ja. Sie waren alle so hoch verschuldet, dass sie einfach dieses riesige, das war das größte Regierungsarbeitsprogramm, war der Zweite Weltkrieg, was es bisher gegeben hat. Ich glaube nicht, dass das jetzt kommt. Und jetzt, glaube ich, versucht man so etwas Ähnliches mit Klima zu machen. Okay. Da sagt man, es müssen alle Kräfte mal in diese Richtung. Da werden ja, ich weiß nicht, wie viel Geld die EU beschlossen hat, das sie nicht hat für die Green Economy. Ja. Aber es wird ein rein planwirtschaftliches Programm. Und ich glaube, es wird versucht, in diese Richtung jetzt
etwas zu machen und da so eine Art Befreiungsschlag zu haben. Ich glaube nicht, dass das gelingen wird. Ich meine, das würde ja nicht bedeuten, dass die Naturgesetze ausgehebelt werden, oder? Es ist ja auch eben Schulden in einem schuldbasierten Geldsystem sind nie das Problem. Es ist immer die Knappheit an Gütern und Services. Ja. Und ich glaube, wenn wir also eigentlich sehen, das Geld ist exponentiell, das Wachstum, aber wenn wir schauen, Güter und Services, da sind wir eben in die Fragmentierung, massiv deflationär. Ja. Das sind eigentlich quasi die Konsequenzen, die jetzt uns langsam klar werden, oder? Nach diesem klar werden. Und es wird natürlich diese Limitierung des Welthandels, die sich abzeichnet, hat natürlich auch weiterhin, wird eigentlich auch das Wirtschaftswachstum hämmern. Da wird weniger sein. Gleichzeitig steigen die Staatsausgaben, die Flut der Gesetze. Aber ich glaube eben trotzdem, dass das klingt alles so furchtbar, aber ich glaube, dass ich trotzdem in gewissen Bereichen und in gewissen Ländern eine gewisse Vernunft durchsetzen. Ich glaube auch, dass man immer mehr doch hört, was alles von den kleineren Unternehmen geleistet wird. Ich glaube, dass sich da, und deswegen möchte ich auch jetzt nicht zu, weil ich war so etwas wie Nouriel Roubini, der Mr. Doom jetzt gerade, aber ich glaube, da gibt es schon noch Möglichkeiten. Und wenn man auch sieht, dass zum Beispiel in eines der größten, wenn man zum Beispiel sieht, das System, das Vertrauenssystem in den Ländern. Ja. Und die einzigen Länder in Europa, wo noch ein relativ großes Vertrauen in die politischen Institutionen herrscht, sind die Schweiz und Liechtenstein, wo es wirklich Vertrauen noch ziemlich stark da ist. Und das sind natürlich auch die sich auf kleinere Einheiten konzentriert haben und wo auch die Politik nicht ein Beruf ist. Aber sagen wir, in Deutschland wird im Allgemeinen gesagt, ja gut, das größte Vertrauen ist in Polizei und in die Feuerwehr und so weiter, das ist auch in Ordnung. Aber wenn man segmentiert das Vertrauen in Arbeitgeber, ist im KMU- und im Familienunternehmerbereich das Vertrauen extrem hoch. Okay. Es ist nur das Arbeitnehmervertrauen im Schnitt niedrig, weil das sage ich bei den DAX-Gesellschaften, ist es auf einem wesentlich niedrigeren Niveau und natürlich praktisch die Hälfte der Leute sind schon im Staatsdienst und da ist das Vertrauen eigentlich in die Vorgesetzten viel weniger gegeben. Also dieses Vertrauen ist schon vorhanden, aber es wird zu wenig davon gesprochen. Okay. Und ich glaube, es ist auch wichtig, und das ist auch in der Schweiz gut, dass die Unternehmer mehr nach außen auftreten. Also, die Lösungsansätze für die Zukunft. Wir haben einerseits das Spiel zwischen Zentralismus versus Dezentralismus. Die Schweiz, wie Sie gesagt haben, als Beispiel für Subsidiarität, die Gemeinden erlaubten quasi den Menschen mit den Füßen abzustimmen, oder wenn die Steuern raufgingen in Hünenberg, dann konnte ich da nach Cham rüber, oder wenn mir das nicht gepasst hat, was eigentlich zu diesem Wettbewerb der Ideen geführt hat. Und heute sehen wir eigentlich quasi nur noch die Einfältigkeit des Staates anstelle der Vielfalt der Ideen. Wohin müssen wir dahin gehen? Müssen wir zum Ideenwettbewerb, müssen wir zur Subsidiarität, Hilfe zur Selbsthilfe, was sehen Sie dort? Also ich glaube, wir müssen wirklich zurückkommen zum Ideenwettbewerb. Wir müssen öffnen wesentlich mehr Diskussionen. Wir müssen herausgehen von dieser Einheitsmeinung. Es wurde überhaupt, als ich den Geopolitical Intelligence Service begründet habe ich gesagt, wir versuchen, unvoreingenommen die Themen zu machen. Einfach nicht von Ideologien, sondern einfach sagen, was ist wirklich da und was wird wahrscheinlich passieren. Nicht einmal so, wie es besser wird, sondern was wird passieren durch Experten. Und wir haben das auf Englisch genannt, ein Bias, also unvoreingenommen. Und dann habe ich auf einmal, und das war für mich interessant zu hören und eigentlich schockierend, wurde mir gesagt, nein, ihr seid sehr biased. Und dann habe ich gefragt, warum und was ist das Beispiel?
Und da wurde mir gesagt, ja, ihr habt ja zum Teil andere Meinungen als die Financial Times und der Economist, also seid ihr Bayern. Also eigentlich war die Financial Times und der Economist waren ein Evangelium. Ja. Und wir waren die Ketzer. Ja. Okay, spannend. Ja, super, das spricht für Sie. Ich meine, oder für die Publication als solches. Aber wir müssen eigentlich von dieser Meinungseinheit zurückgehen. Und da ist eigentlich eben unser, ich komme wieder zurück, was ich gesagt habe, diese Spannung zwischen Political Correctness und einfach einem gesunden Menschenverstand. Also quasi wieder eben ein gebildeter Geist zeichnet sich daraus aus, einen Gedanken zu unterhalten, ohne ihn zu akzeptieren. Wie das damals Aristoteles gesagt hat, eben, wir kennen keine Denkverbote, wir müssen wieder zurück. Resoniert Kant, die Aufklärung. Ja. Die Menschen können sich selber aufklären, sofern sie auch frei miteinander sprechen können. Oder? Genau. Schauen Sie, einer der größten Probleme ist jetzt mit den Universitäten. Die Universitäten sollten ja eigentlich einen Gedankenwettbewerb haben. Und jetzt, gerade in Amerika, sagen sie, wir vermitteln nicht mehr Wissen, wir vermitteln Gesinnung. Ja. Das ist eigentlich, werden sie zu einer eigentlich im guten alten sowjetischen System zu einer Ideologieschmiede. Und dann wird die ganze Geschichte wird aufgearbeitet, Monumente werden zerstört. Das ist nicht. Und jetzt regt man sich auf, dass Putin etwas glorifiziert, die russische Geschichte. Mhm. Aber was wir hier im Westen tun, ist genau das Gegenteil. Wir machen alles kaputt. Also es gibt da keinen vernünftigen Sachen. Wahrscheinlich tut schon Putin auch in seiner Glorifizierung etwas übertreiben. Aber wir übertreiben ganz gewaltig in die andere Richtung. Aber ich glaube, da wird es zu Gegenbewegungen kommen. Okay. Und man sieht es ja auch. Wenn Sie ich möchte jetzt keine Wahlpropaganda für die AfD machen, aber eigentlich die AfD, wenn man will, ist ein Geschöpf von Frau Merkel. Okay. Frau Merkel hat die CDU nach links geschoben, dann war ein Vakuum, das hat sich aufgefüllt. Dass leider die AfD auch ein paar Narren hat, das ist so. Ich möchte auch da nicht machen, aber eigentlich müsste die AfD für die Frau Merkel ein großes Monument, so ähnlich wie Karl Marx in Trier für die Frau Merkel und der AfD aufgestellt werden. Was denken Sie, die Zeiten, die auf uns zukommen, sind ja spannend, unvorhersehbar, aber sie werden sicher einiges an Volatilität mit sich bringen. Wie kann man, was raten Sie Menschen, jetzt wie man auch zum Beispiel sein Vermögen schützen kann? Oder? Also ich glaube, man kann an die, solche Bewegungen haben die Möglichkeit, alles Geld zu zerstören, Sparguthaben zu zerstören, auch direkte Eingriffe. Was schwierig ist einen unabhängigen Geist und sage, wenn man als Unternehmer flexibel ist, sich anpasst und so weiter, was schon immer getan wird, kann man vielleicht ziemlichen Schaden erleiden, weil der Unternehmer ist ja jetzt eigentlich der steht für alles da, an sich ist er. Der Zweck eines Unternehmens heute ist, dass er möglichst viel Steuern zahlt. Aber das ist aber im Blick. Aber ich glaube trotzdem, es gibt Ideen, es gibt Möglichkeiten. Und ich glaube, was wichtig ist, nicht unbedingt, dass man die größten Unternehmen hat und so weiter, aber dass man wirklich ein funktionierendes Unternehmen hat, was auch gebraucht wird. Und dass man auch den Geist hat, das weiterzuführen. Und ich glaube, um Vermögen zu halten, kann man nur langfristig, wenn man wirklich auch das Vermögen als eine Verantwortung ansieht und eigentlich auch als eine Art Passion, was man tut, das ansieht. Und so kann man es erhalten. Okay. Also denken Sie auch so, das Bankensystem als solches ist, wenn die Krise kommt, wenn die Weltwirtschaftskrise kommt, dann hat es natürlich Implications auf das Bankensystem. Deshalb macht es sicher auch Sinn, dass man sich da ein bisschen davon löst
und dann auch reale Güter kauft, die man anfassen kann, ja. Und die halt wirklich physisch ohne Gegenparteienrisiko, ohne Versprechung für ein Delivery, sondern wirklich das reale Güter selbst hält, das macht auch Sinn. Oder? Ich meine, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Die monetäre Geschichte. Dann vielleicht zum letzten Punkt. Macht es Sinn, sich aus den Ballungszentren rauszunehmen und sich mit gleichgesinnten Menschen auf Stufe Gemeinde zusammenzutun und sich zum Beispiel vorzubereiten auf das, was das kommt? Was denken Sie zu dem? Also schauen Sie, ich glaube, das ist... Das ist richtig, weil man braucht ja Gleichgesinnte, man braucht Vertrauen. Der Mensch ist auch ein Wesen, das läuft ja alles auf Interaktion heraus. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich nicht gleichschalten lässt. Ja. Man sich nicht gleichschalten lässt, und das kann man auch immer nur in kleineren Zirkeln machen. Und so kann man auch einen Wettbewerb der Ideen haben. Und so sind ja dann auch immer wieder die größeren Würfe sind ja aus so einem Wettbewerb entstanden. Und man muss ja auch nicht alle gleicher Meinung sein, aber man sollte Meinungen haben, die man vertreten kann, die man machen kann. Und das war ja zum Beispiel auch interessant, sagen wir, in 50er Jahren, 60er Jahren im Deutschen Bundestag, diese Debatten zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten. Das hat Hand und Fuß gehabt. Es wurde zwar manchmal relativ brutal geredet und so weiter, und das war vielleicht nicht alles ganz politically correct, aber daraus sind Dinge entstanden. Und ich glaube schon, dass man immer wieder Gleichgesinnte finden muss und auch Leute, denen man vertrauen kann, ohne einen 50-seitigen Vertrag zu machen. Also es ist so, die Pharmaindustrie hat ihre Interessen. Die Pharmaindustrie ist auch einfach aus dem ganzen Regulierungsgefüge her und auch aus dem ganzen Prozess, aus dem gesamten Gesundheitsprozess, muss immer sehr nah mit den Staaten zusammenarbeiten. Die meisten Gesundheitssysteme in der Welt sind staatlich. Die müssen relativ stark zusammenarbeiten. Ich würde jetzt keine Schuldzuweisungen machen. Natürlich ist die Pharmaindustrie ein großer Profiteur der Situation. Ganz klar. Ob sie jetzt die Schuldigen, die Profiteure sind. Wo ich eigentlich das Problem sehe, ist eigentlich, das hat jetzt mit Covid weniger zu tun, dass schon eine starke Kollusion vorhanden ist zwischen der etablierten großen Pharmaindustrie und dann zum Beispiel der European Medical Agency oder der FDA in den USA bei der Zulassung von Medikamenten. Und das geht schon relativ lange zurück. Und das blockiert natürlich, blockiert auch gewissermaßen die Innovation. Okay. Jetzt hat sich natürlich gezeigt, im Biotech-Sektor, was sehr viel Geld verschlingt, dass sich ja da sehr viele Forschungsteams einfach unabhängig gemacht haben. Unabhängig machen und dann wieder rückverkaufen. Aber sie kommen dann immer noch in dieses System zurück. Das Gesundheitssystem selber ist natürlich ein riesiges Problem. Und wenn wir von Verschuldungen reden, die Sie gesagt haben, haben wir ja noch nicht drinnen die Verpflichtungen in der Zukunft in der alternden Bevölkerung für die Pensionen und für das Gesundheitssystem. Das ist ja hier gar nicht drinnen. Und das ist, jetzt kommt man zu so einem großen Hobby von mir irgendwo, man muss viel mehr tun in der ganzen präventiven Medizin. Wir müssen eigentlich widerstandsfähiger werden. Ja. Weil wir werden sowieso länger arbeiten müssen, also dass man bis 65 einfach in Pension geht, das ist eine Illusion. Es macht ja auch Spaß, wenn man länger arbeitet.
Ich möchte auch nicht in Pension gehen. Und, aber man braucht dazu natürlich eine gewisse Gesundheit. Ja. Sie sollen Spaß am Leben haben, sich freuen und vielleicht manchmal schauen, wo sie vielleicht Schwachpunkte haben, die man ohne sich zu sehr einschränken verbessern kann. Wir haben eben gemacht, wir haben jetzt ein Projekt, wo wir das machen, wo man eigentlich im Projekt einmal feststellt, wie ist der Zustand der Gesundheit. Man versucht, das zu messen und daraus Verbesserungsvorschläge machen. Aber da kommen wir wieder sehr stark hinein in die Frage für mich der Selbstverantwortung. Man denkt jetzt vielfach, die Gesundheit die haben wir auch an den Staat delegiert, der soll sich darum kümmern. Und dann, wenn ich krank habe, zahlen die Krankenkassen und so weiter. Und eigentlich muss man sagen, wir sind schon weitgehend auch selber für unsere Gesundheit verantwortlich. Und das soll auch so bleiben. Wenn einer viel Wein trinken will, ist das vielleicht nicht einmal so ungesund, aber er hat dann Spaß und ist da vielleicht schon. Aber irgendwie ist man dafür, würde ich sagen, selber verantwortlich. Dieses Bewusstsein, glaube ich, dass in dem Fall, dass unser Gesundheitssystem es nicht mehr zahlen kann, wird da auch da die Selbstverantwortung, die für einen Unternehmer selbstverständlich ist, wird da eben immer wichtiger. Ich bin kein Energiespezialist, aber von dem, was ich höre, haben wir bereits ein sehr fragiles System. Wir sehen es ja jetzt mit den Energiekosten. Wir haben gesagt, wir gehen alle zur erneuerbaren Energie über und so weiter. In diesem Frühjahr hat der Wind relativ wenig geweht. Wir dürfen zwar nicht mehr Fossiles nehmen, aber woher? Atomkraftwerke werden abgestellt. Also ich sehe da schon eine Krise, weil man hat einfach gesagt, so jetzt machen wir ein Gesetz, jetzt stellen wir zum Beispiel die Nuklearenergie ab. Mhm. Es werden Dinge passieren müssen, um das zu machen. Ich halte Blackouts für durchaus möglich. Ich würde es auch nicht für unmöglich halten, dass die Grünen in Deutschland die Ersten sein werden, die wieder die Atomkraftwerke fordern. Okay, ich glaube dann... Dann sind wir am Schluss. Herzlichen Dank, Prinz Michael, für das Interview. Danke.